Kitzbühel in Tirol. Einmal im Jahr wird der Ort zum Mekka aller Skifans. Dann, wenn die legendäre Streif gefahren wird, sind sie alle da. Die Stars auf der Piste, die Stars an der Piste und auch die Stars des ORF an den Mikrofonen. Wenn jetzt der beste Teamleger, das war wieder super über die Wellen. Armin Assiger gehört hier fast zum Inventar. Auch 2023 kommentiert er, wie gewohnt, zusammen mit Oliver Polzer das Rennen. Armin, früher als Rennläufer nicht ganz so erfolgreich wie heute als Experte, ist ein Phänomen. Bekommt danach von Regielegende Michi Kögler noch eine Extraaufgabe. Armin, servus, Michi ist da, hörst du mich? Servus, ja, Herde. Die Amis haben mich angerufen, die hätten gern von dir die Analyse vom Kilde. Ja, passt. Ja, ja, ja. Du redest ganz normal Deutsch, es ist völlig wurscht. Ja. Die haben einen Dolmetsch, der das übersetzt. Okay. Soll ich dir anreden, Ladies and Gentlemen? Ja, ja, klar. Du sagst, Ladies and Gentlemen, sagst du, hallo, ich bin's der Armin oder was auch immer. Ich schau mal, ob du den Dolmetsch hörst, dass der da... Ja, 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 ja. Den Dolmetscher spielt ein ganz besonderer Spaßvogel. Markus Wassmeier-Allmann. Doppel-Olympiasieger Markus Wassmeier ist sowas wie der Sepp Maier der Skiwelt und der alte Erzkonkurrent von Armin Assiger. Verstehen Sie mich gut? Ja, ich höre. Ah, das ist in Ordnung. Ich höre. Na, dann kann's ja losgehen. Okay, Armin, Achtung in 20. Und jetzt seine Premiere im US-Fernsehen. Achtung, Armin. 3, 2, 1, go! Armin Assiger, live from the Streif. Hello, dear Ski-Fans in the United States. My name is Armin Assiger and I'm the... Allerdings schafft er nicht mal die Begrüßung, ehe er von den Amerikanern unterbrochen wird. So, I'm so sorry, Mister. This is the host from the show in the United States. Die hatten angeblich mit einem richtigen Star-Kommentator gerechnet. We were wondering who you are because we were expecting a Mr. Bodie Miller. No, I'm not Bodie Miller. Entschuldigung, wie war Ihr Name? Armin Assiger ist mein Name. Ah, wir haben Bodie Miller erwartet. Okay. Right. So, I'm Bodie Miller after operation. I had an operation. I'm so sorry. What was your name again? Armin Assiger. Armin. Oh, yeah. Like the Terminator, Armin. Kind of. Ah, okay. Yeah. Wie hießen Sie dann nochmal? Armin? A-R-M-I-N. Wie Arnie, der Terminator? A-R-M-I-N. And the last name was? A-S-S-I-N-G-E-R. Sein Nachname wird zum Problem. Okay, I'm not sure we can say that because of the ass part. Ja, denn ass klingt zwar im Deutschen nach echtem Könner, heißt im Englischen aber schlicht Arsch. Und das ist für die prüden Amis ein absolut verbotenes Wort. So, is it okay if we just call you Mr. Singer for the show? No. Ah, oh, die Kollegen sind jetzt nicht ganz sicher wegen Ihrem Namen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, sicher. Entschuldigung, aber ist es für Sie in Ordnung, wenn wir Armin Singer sagen? Mir ist wurscht. Wenn es euch anscheißt, deswegen, dann scheißt euch halt an. Das ist lächerlich, weil im Namen ASS drinsteht, den Namen nicht sagen zu wollen. Hört's auf, erst. Also kindisch. Okay, Herr Singer, dann fangen Sie bitte trotzdem mit Ihrer Analyse an. Er hat die Faxen schon ein bisschen dick, aber Job ist Job. Also, auf geht's. Schauen wir uns die Siegesfahrt von Alexander Armut Kilde in Kitzbühel an. Er hat es verstanden, sehr viel Tempo zu machen hier heraus in das Flachstück hinein. Man hatte schlechte Sichtverhältnisse gehabt und insofern war es auch eine großartige Leistung, was den Mut betrifft, all der Läufer, die heute hier heruntergefahren sind. And I'm very sorry about my last name. Okay. I'm sorry, Mr. Okay. Singer, I'm sorry, can we just need to have an ad break. We're just going to go into a quick ad break. Und ich hätte noch gerne eine Bitte von der Regie. Könnten Sie vielleicht nicht so Kinderzeichnungen machen, sondern ein bisschen mehr, dass auch jeder versteht? Dann müssen wir das Bild anhalten. Dann kann ich zeichnen. Verstehen Sie? Es folgt eine kurze Pause, auch für Armin. Ich soll nicht solche Kinderzeichnungen machen, sagen Sie. Das sind alle Amateure da drin, bist du deppert.
Na wurscht, ist doch lustig. Und dann stellt sich auch noch raus, Armin hat nicht das geliefert, was er sollte. Weil die wollen nämlich den, die wollen keine Ahnung, ja klar. Herr Singer, das tut mir jetzt wahnsinnig leid, aber es würde der falsche Fahrer analysiert. Ja. Und wir sollten das schon so, wie man es gewünscht hätte, mit den Amerikanern anfangen. Ja. Inzwischen sind die Amerikaner überhaupt nicht mehr sicher, ob Armin der richtige Mann für sie ist. Herr Singer, es ist mir sehr unangenehm, aber die Kollegen zweifeln etwas an Ihrer Expertise. Ja, macht ja nichts. Can we just double check, Mr. Singer, did you do World Cups as well? Did you go to Olympia? Did you win any Olympic medals? No medal, but I went to the Olympics, yes. And I won World Cup races as well. Haben Sie auch Olympia gewonnen? Bitte, der Übersetzer, bitte halten Sie sich jetzt raus. Ich mache das auf Englisch. Bitte nicht hineinreden, ich habe alles verstanden. Ich war Olympiateilnehmer, ich habe 4 Weltcuprennen gewonnen, sonst würde ich nicht hier im österreichischen Fernsehen sitzen und meine Expertisen abgeben. So, Ende. Bitteschön. Muss man in Österreich nicht mehr Medaillen gewinnen, dass man Experte werden kann? Wissen Sie was, bei aller Wertschätzung, ihr könnt es mir jetzt gern haben. Gell? Ich bin ja nicht der Trottel. Danke vielmals. Ja, bleib da, Armin. Das kann gerne andere machen, wirklich. Das ist ja kindisch. Los geht's. Bevor Armin einen Abgang machen kann, schicken wir Vasi aus dem Ü-Wagen ins Studio. 100 Meter bergauf durch den Schnee, bergab kann er besser. Markus kommt denn auch ziemlich außer Atem bei Armin an und der erkennt ihn natürlich sofort. Markus Wasmeier. Aha, wird der die Analyse machen, ja. Oder? Sollst du das machen? Was musst du analysieren? Gar nichts. Für die Amerikaner irgendwas. Quasi, zieh dir die Jacken auf, damit der Armin lesen kann, was da draufsteht. Quasi! Ja! Du Arsch! Ja! Danke. Ja. Aber dass du mir einlegst, das ist mir eine große Ehre. Also, jetzt habt ihr es schon mal so weit geschafft. Jetzt, finde ich, könnt ihr auch noch weiterhin dranbleiben. Guckt euch am besten diesen lustigen Film in der ARD-Mediathek an oder ihr schaut euch dieses Video an. Aber am allersichersten ist, ihr abonniert uns, den ganzen Kanal. Hier. Danke.